Na gut, versuchen wir es mal. Ja, dieses mistige Ding. Links und rechts, nein. Links und rechts, nein. Links und rechts, nein, links. Ja. Wo ist denn der rote Augapfel? Ich glaube, das wird irgendwie ein Suizidrun. Ich sehe zum Glück noch keine Gegner. Ich sehe da eine Tür. Ich weiß nicht, ob wir da durch könnten. Großschild des Rebellen. Und da vorne sieht uns das Ding. Oh, crap. Oh, Zunge. Wo ist denn der rote Augapfel? Oh, schon wieder. Können wir es von der Seite öffnen? Nein, natürlich nicht. Oh, crap. Und da sind wir gekommen. Boah, wieso hat das so eine lange Zunge? Okay, laufen. Aber ist so schnell. Oh. 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 Nein, ich kann nicht vorbei. Oh Gott. Ja, da müssen wir einen anderen Weg nehmen, aber wir haben jetzt 10.000 Seelen einfach da verloren. Ich meine, ich könnte es nochmal versuchen. Ja, schauen wir einfach nochmal. Ich muss den ganzen Gegner dann killen. Und ich muss mich wieder mit dem einen prügeln. Nee, 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 nee. Ist egal. Ist egal. Wir machen einfach offizielles Intro. Und da sehen wir dann wahrscheinlich wieder. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich das zusammentun werde. Jedenfalls, wir sind gestorben. Wir haben auch gesehen, wir konnten da durchgehen und reingehen, was einmal gut ist. Und ja, in der letzten Episode haben wir lange gegen so ein dickes Vieh gekämpft. Wir haben gesehen, da war nur einer, das heißt, wir hätten ihn vielleicht besiegen können, aber der andere, der war dann beim blöden Tor. Und das Tor, das unten war, zu dem großen letzten Boss, den wir besiegt haben, konnten wir nicht öffnen. Von beiden Seiten nicht. Das heißt, wir müssen dann irgendwo den Schlüssel finden, der das Ding öffnen kann. Gut. Aber schauen wir uns, was wir aufgehoben haben. Wir haben hier ein paar gebossene rote Augapfel gefunden, für die, also die wir brauchen, um in andere Welten Invasionen durchzuführen. Die Essos-Flakonscherbe, ich weiß nicht, habe ich die da unten gefunden? Weil ich habe jetzt nicht ganz aufgepasst. Ihr könnt das Video einfach vor- und zurückspulen und ihr wisst, was los ist. Das könnte sein. Und ja, ihr habt gesehen, also die Dinger, die halten recht viel aus, machen sehr viel Schaden auch. Das, obwohl ich den Kopf attackiert habe. Und anscheinend können die auch versteinern. Obwohl sie das nicht wirklich eingesetzt haben oder mich versteinern hätten können. Aber die Gegner da vorne, die waren ja einigermaßen versteinert. Sonst haben wir auch noch ein Schild gefunden und das ist der Großschild des Rebellen. Macht mehr Schaden als meiner. Hat, was haben wir hier? Balance-Schaden, zum Angreifen wird das gleiche. Absorption, Gesamt. Gesamt wird aller Arten von Schadensabsorption. Das ist interessant. Und die Robustheit haben wir da und das Gewicht ist doppelt so schwer, hält aber auch doppelt so viel aus. Was wären die Voraussetzungen? 8, also 29 Stärke können wir also tragen. Wäre kein Ding. Nur wir wären viel zu schwer. Außerdem die physische Blockrate, die wird runtergehen. Aber dafür hätten wir bei den meisten Magie- und Elementarschäden hätten wir 90%. Fluchabsorption 90. Verstärkungsabsorption 90. Blutungsabsorption 90. Giftabsorption 90. Finsternisabsorption, naja, 85. Blitzabsorption 90. Feuerabsorption 90. Magieabsorption 90. Nur körperliche Absorption halt 70. Aber wenn wir gegen einen Gegner kämpfen sollten, der sehr, sehr böse, sehr, sehr starke Magie hat, dann wäre das Schild wirklich nice. Wirklich nice.
Ja, wie ihr hier sehen könnt, unser Doppeldrachen-Großschild ist halt leichter dafür, aber. Und die Magie, die ist weniger als die Hälfte so gut. Also die Magieabwehr und Elementarabwehr. Dafür ist aber die physische halt besser, aber trotzdem. Nur, wenn ich das Ding nutzen würde, wir können es uns ja anschauen. Sieht prächtig aus. Ist halt ein Großschild, das heißt, wir greifen damit an. Nur das Problem ist, wir sind viel zu schwer. Man merkt an der Geschwindigkeit, wie wir rollen und außerdem auch noch daran, dass der Controller vibriert, wenn wir fett rollen. Und das wollen wir nicht. Das heißt, wenn wir ihn effektiv nutzen wollen, dann müssen wir entweder gegen einen Gegner kämpfen, gegen den wir nicht ausweichen würden, sondern blocken würden. Dann wäre gut. Oder wir müssten wirklich unsere Belastbarkeit noch weiter steigern. Das wäre auch eine Option. Nur für ein Schild. Und zwar müssten wir 10% runter kriegen. Das heißt, das wären einige Punkte. Ja. Naja. Müssen wir dann sehen. Momentan laufen wir aber mit dem Drachenschild rum. Gut. Okay. Dann, welche Richtung sollte ich einschlagen? Sind wir eigentlich den oberen Weg gegangen? Ja, beim letzten Mal. Oder beim vorletzten Mal. Wir waren hier. Und ich bin im... Genau, wir könnten da runter, aber nehmen wir den offiziellen Weg dorthin. Ich meine, zu viel weiter ist es nicht. Es ist auch recht gefährlich, denke ich mal. Hop, hop. Und pop, pop. Gut. Wir können auch hier jetzt mal reinschauen. Gut, dass ich hier runtergegangen bin. Nice. Und Passerschlüssel, ja, Soldatenschlüssel benutzt und wir können hier rein. Aha. Ah, vielleicht geht's dahin dann dort raus. Das ist interessant. Haben wir hier einen Gegner, irgendwas Gefährliches? Nö, hier ist die andere Seite vom Lift, okay. Ah, okay. Kaputtgeschlagen und aufmachen. Abfall. Yes. Oder warte mal. Kann es sein, dass ich Abfall kriege, wenn ich eine Truhe kaputt mache? Wenn ja, dann wäre das mies. Moment. Weil so oder so wollte ich auch mal nach Majula. Ich würde sagen, wir gehen kurz nach Majula und schauen, ob das respawnt. Wenn nicht, dann hätten wir ein Problem. Denn ich habe gelesen, es gibt halt den Gegenstand, mit dem man die Schwierigkeit des Spiels erhöhen kann. Indem man einfach so ein Leuchtfeuer verstärkt. Deswegen sind auch die Zahlen da unten. Wenn wir das aber machen würden, das heißt ein Leuchtfeuer verstärken, dann würden auch die Gegner stärker werden. Aber viele Sachen würden auch respawnen. Wie zum Beispiel auch Truhen. Aber schon, komm, steh auf. Is that a shard you found? Here, let me see it. So that I may help you. To see light, to see hope. However faint it might be. Dankeschön. Verstärken. Ja, dann haben wir 3 Stück. Uzi. Sehr schön. Das wollte ich eigentlich hier machen. Und jetzt könnten wir dann wieder zum Kardinalturm gehen. Und da jetzt mal schauen, was wirklich Sache ist. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass ich irgendwas Wichtiges kaputt gemacht habe. Wenn doch, dann kann ich mir, glaube ich, in den Hintern beißen. Und das 2-mal. Weil, naja, ich habe es ja 2-mal gemacht. Und ich will nicht wirklich, dass die Gegner da unten noch stärker sind. Das heißt, ich müsste irgendwie Seelen farmen, sodass ich die restlichen Items dann insgesamt einsammeln kann. Und dann müsste ich das einsetzen, bevor ich ins nächste Gebiet gehe. Und hoffen, dass nicht andere Gebiete davon betroffen sind. Ah, da wollten wir noch nicht hin. Noch nicht. Zuerst mal hier hin und schauen. Wenn ja, dann wäre es echt mies. Das wäre richtig mies. Ja, das Ding ist immer noch kaputt. Okay. Lektion gelernt. Macht keine Truhen kaputt. So ein Mist aber auch. So, was haben wir hier? Irgendwas? Irgendwer? Oh. Bringt das Symbol des Königs in euren Besitz. Okay. Was auch immer sein soll.
Sieht nicht ganz so hübsch aus unten. Hahaha, kann man von hier irgendwie weiter? Mann. Vielleicht können wir in das eine Gebiet auch nur, wenn wir das Symbol von diesem König haben. Ich hoffe, in der Truhe war nichts Wichtiges. Ich habe das Gefühl, dass da doch was Wichtiges drin war. Also sonst würden wir nicht den Schlüssel brauchen. Yep. So ein bisschen auch. Die Waffe macht eindeutig zu viel Schaden. Normalerweise, glaube ich, konnte ich ja ein paar Male draufhauen, bevor irgendwas passiert ist. So, sollen wir dahin oder dorthin? Dann gehen wir dorthin und kommen wir dann zurück. Ja. Normalerweise würde ich ja hochrennen, das habe ich beim letzten Mal gemacht. Wir laufen aber nicht hoch, sondern müssten eigentlich runter. Whoop, da. Blöder Bogenschütze. Ich bin einfach erschrocken. Auf den wollte ich warten. Und dann erschießt er mich selber. Er versucht es zumindest. Dann wir einen anderen Gegner nennen mit einer Axt. Komm her, Kleiner. Komm her, Kleiner. Spring mir nicht auf den Kopf. Dankeschön. So, wir müssten da einfach runter. Wir könnten das auf verschiedene Arten und Weisen machen. Wir bevorzugen es aber so. Autsch. Wir haben jetzt drei Essensflakons. Haben wir hier irgendwas Wichtiges versteckt? Oh, nicht wirklich. Wir haben hier diesen komischen Kerl. Ich glaube, ins Wasser springen sollte ich nicht. Das ist ungesund. Oh. Nein. Wow. Wenn die jetzt noch stärker dann wären. Das wäre doch super, oder nicht? Das wäre doch super. Oh. Sollen uns vielleicht ein bisschen beeilen? Hier dürfen wir von Dach zu Dach springen. Wie ein kleiner Chipmunk. Hier vielleicht einen Lebensstein. So. Einen Seelenstein. Alles hat mit Seelen zu tun hier. Oh. 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 Nein. Die Reichweite. Ich hab die Reichweite vergessen. Du kleiner Mistkerl. Archer Duel. Ah. Wer sagt, meine Pfeile sind nicht gut? So. Ich will halt nicht wirklich so viel Fallschaden kriegen. Anscheinend haben wir hier mehrere Möglichkeiten fortzufahren. Wir können auch hier hin. Wir können aber auch hier hin. Nehmen wir das unbekannte Gegner. Was hat der da? Eine Fackel. Yay. Okay, hier war der erste Gegner, genau, den man von da sehen konnte. Da könnten wir dann eigentlich wieder runter, weil wir wahrscheinlich sonst nicht fortfahren können. Ne, das sieht ungesund aus. Das wollen wir nicht besuchen. Also hier. Ich habe wirklich keinen Gegenstand unten. Dort ist einer. Aber hier ist nix. Frechheit. Frechheit. Dann einfach wieder hoch. Und dann schauen wir auf der anderen Seite. Wir müssten im Endeffekt dann auch da runter. Ich glaube, ich sollte vielleicht erstmal hier rüber. Hopp. So dass wir nicht wirklich von überall beschossen werden. Das mag ich gar nicht. Beschossen werden. Mit dann den Gegner. Nope. So, da drüben wäre das dann gewesen. Das hört sich nicht gut an. Da war anscheinend ein Gegner. Ah nein, da links. Okay. Das Gegenstand. Was ist, wenn wir dem Felsbrocken folgen? Sieht nicht so gut aus. Ich müsste mal in wirklich diese ganzen Löcher sprengen, aber jetzt mache ich das sicher nicht. So oder so werden dann meine Seelen weg. Haben wir da noch irgendwas, bevor wir mit dem Typen reden, weil der sieht freundlich aus. Ist kein Patches, gelbes Kraut. Und dann reden wir mal hier mit dem da. Wie das auch immer ist. Oh, I'm sorry. I was just daydreaming, I think. My name is Kale.
I'm a traveler like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Well, that's a good question. When I first came into this forsaken land, it was... a curse? Something about a curse? How embarrassing. I seem to have lost my focus. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Okay, ein Typ, der ganz vergessen hat, wo er ist, wann er hergekommen ist und wieso er hergekommen ist. Und er steht auf Karten und will selber eine Karte von diesem Land machen. Nett! I came to this land some time ago. Drangleic, the Lost Kingdom. It sounded so romantic. Have you seen Majula? Oh, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. As something of a squatter, I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I'd ever seen. I believe that it's a map of Drenleic. Now I'm traveling the land to prove it. Yes, yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait, no. That wasn't it. Then what? I don't seem to recall. Oh. Er hat eine Villa und er weiß wirklich nicht mehr, wieso er da ist. Were you looking for that map? Wonderful. Then you're fascinated by maps, just like me. Shame on you. You should have told me before. Here, take this. A key to the mansion. Hey, wir können anscheinend jetzt in das Gebäude, in das wir vorher nicht rein konnten. In Majula. What? Nein! Mistkerl. Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Incredible, really, isn't it? Such a map to be chiseled in stone. Oh, but one thing. I would not venture deep into the mansion. I can't be certain, but I've heard disturbing noises. Something about it feels wrong. Just be careful, please. Jetzt sind anscheinend auch noch Geister da drin. Toll. Wieso muss mir so Angst machen? I'll be back in Majula soon. Perhaps we will meet again. And discuss maps at our leisure. I'll be back, perhaps. Natürlich, unser einziges Thema wird Karten sein. Naja. Mal schauen, wenn er dann dort ankommt, wie es denn sein wird. So, hier scheint der einzige Weg nach oben zu sein, außer wir wollen sterben. Und das wollen wir nicht. Definitiv nicht. Bei mich ärgert es immer noch, dass ich die blöden Truhen kaputt gemacht habe und nicht weiß, was da drin war. Okay, den Typen, den haben wir ja getötet. Aber Probleme. Hier können wir wahrscheinlich runter und dann will ich aber nach unten. Um zu sehen, was es dort gibt. So, mal schauen. Also, werden wir einfach mal hier rüber. Oder auch nicht. Ich meine, da oben gibt es eh nichts, von daher. Ist schon okay. Hier sollten wir nicht durch. Hier können wir wieder hoch, wie es aussieht. Wir wollen aber da nach unten. Ja. 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 Genau. Oh, und auf der anderen Seite gibt es auch was. Und ein Gegner. Die Danitscherbe. Nice. Okay, an das Ding kommen wir nicht dran von hier. Das heißt, wir dürfen wieder hoch. Okay. Wie sieht's mit der Waffe aus? Ja, ja, eigentlich okay. Hier müssen wir wahrscheinlich runter, weil hoch können wir nicht, ja. Und dann die Leiter da. Gut. Ja, das machen wir dann so. Und dann können wir eigentlich durch die geschlossene Tür gehen.
Unsere Waffe sieht einigermaßen noch okay aus. Ja. Also man kann hier zum Glück auch so schon gucken. Die rote Leiste, die ist halt einigermaßen lang noch. So, mal schauen, was haben wir hier. Soldatenschlüssel benutzt. Und was ist vor uns? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte wieder mich heilen. Wobei ich habe den Heilzauber. Ne, ich vergesse drauf. Okay, da haben wir einen Gegner, wie es aussieht, der schlummert. Und da haben wir dann was Dickes. Das ist nicht nettes. Ich mag die Dicke nicht. Gegner. Nicht Leute. Warte, haben mich beide gesehen? Nein. Komm her auf. Und die passen da durch? Nein. Oh Gott. Okay, die kommen anscheinend nicht weiter. Das ist gut. Das ist gut. Dreh dich um, ja. Wobei nicht zu weit. Ich kann ihn nicht ins Ziel kriegen. Ah, okay. Das hätte ich loslassen, genau. Uh-oh. Bisschen ungewohnt, dadurch, dass er halt in der linken Hand ist. Aber trotzdem, wir können nur auf den Dicken hier schießen. Den Dünnen, den kriegen wir dort nicht. Oh. Moin, Booty, 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 Boots, komm her. Ja. Ja, Booty, 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 Boots. Wir sollten nicht wirklich hinter ihm stehen. Oh. Ein Schild durch. Cheater. Cheater. Dann sollten wir ausweichen, wenn es geht. Hopp. Okay, zweimal brauchen wir nicht. Einmal reicht. Ja, gut. So, jetzt würde ich sagen, wir heilen uns. Glacke, glacke, glacke. Okay. So. Vielleicht sollte ich doch meine Hellebarde nehmen gegen die Typen, die ich mehr Reichweite. Ah, wo ist der zweite Dicke? Oh nein. Oh nein. So, Kerl. Mein Schwert. Schwarze Feuerbombe und Heimatknochen. Als ob das Spiel einem sagen will: Geh zurück! Geh nicht weiter! Riskier es nicht! Wirklich, wo ist der zweite? Ha. Wo wir aber dabei sind, ich würde sagen, wir tragen vielleicht das Feuer ein bisschen weiter. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen an Feuerzeit. Dann seht ihr wieder diese schöne Mechanik. Guckt mal, wie hell es wird. Ah, ist das nicht schön? So, wir haben das entzündet. Und weiter vorne, genau, hier vorne war auch noch ein Feuerchen. Angeblich war das Spiel viel, viel dunkler, aber es wurde heller gemacht halt. Ah, da wäre eigentlich noch eins gewesen. Ah, da ist er. Da ist er ja. Da ist er ja. Naja, ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Und zack. Und nach hinten. Und nach vorne. Und nach hinten. Und nach vorne. Nice. Eine helle Bade, um einiges besser. Alte Eintracht-Gamaschen. Hm. Sieht auch wieder interessant an. Nehmen wir das wieder mit. Und dann schauen wir, was da vorne ist. Oh, kleiner. Ein kleiner. So, können wir ausmachen. Können wir wechseln. Können wir looten. Fackel. Sehr schön. Wir finden jetzt einige Fackeln. So wie es sich gehört. Ja, das ist nicht so effektiv. Und Stulpen. Was haben wir hier dann? Ein offenes Gebiet. Mit
Gegnern. Yay. Autsch. Nicht so yay. Könnte ich den irgendwie ins Visier kriegen vom Autoschuss? Nö. Freischießen könnte ich. Beziehungsweise... Ich lock die mal an. So. Kommst du mit rein? Oh oh. Zwei. Oh. Beide. Crap. Oh, das kurze Ding. Lange Ding. Lange Ding. Wie schnell die Waffe kaputt geht. Doch viermal. Okay. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Einmal. Einmal. Nein. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Nice. Wir machen auch mehr Schaden auf Distanz mit der Waffe. Wir müssen zusehen, dass wir einigermaßen mit der Spitze treffen. Das ist wichtig. Bei einer Hellebarde oder bei einem Speer. Und nicht, dass wir mit dem Körper der Waffe treffen. Wenn das Sinn macht. Lassen wir kurz mal das Gebäude aus. Und rennen wir hier durch. So. Wir den. Ist da irgendwas? Nö. Ist da irgendwas? Ja, das Item von vorhin. Okay. Gelbes Kraut und grüne Blüte. Gelbes Kraut für Magie. Grüne Blüte für Angriff. Oh. Oh. Guckt mal, wer da rauskommt. Guckt mal, wer da rauskommt. Du da. Guckt mal, wer da rauskommt. Hey, du da, hey. Ah, er kommt nicht weiter. Danke. Danke. Sehr nett von dir. Ist einfach nur vorbeigeschaut. So. Was gibt's da oben? Gibt's da unten was? Nö, gibt's da oben was? Ja. Okay, dich werden wir nicht mal angreifen. Wobei, was ist, wenn's ein Mimik ist? Ah, Jäger. Set und große Seele eines stolzen Ritters. Nice. So, was gibt's hier? Hallo, ich Feuer! Ich will mich aber nicht dran setzen. Ich will nicht, dass alles respawnt. Wir sollten aber hier respawnen eigentlich. Wenn nicht, dann können wir uns auch hier teleportieren. Ah. Wie hübsch. Wie hübsch. Irgendwas versteckt hier? Nö. Also da sehen wir wieder... Ah, Untersuchung. Ein Riese ruht in Frieden. Interessant. Ist gar nicht, dass man das... anschauen kann. Also, das ist ein Riese und wie ihr halt gehört habt, auch in der Serie bis jetzt, dass Bäume rausgewachsen sind aus diesen Riesen. Angreifen bringt nichts. Vielleicht könnte man die anzünden. Das ist interessant. Oder von oben vielleicht drauf irgendwie. Ha. Wer weiß. Kann man nicht durch? So. Also wir hätten sonst alles in diesem Gebiet gemacht, außer das eine Gebäude da uns angesehen. Das werden wir noch machen, definitiv. Und ich glaube, dann hätten wir genug. Im Gebäude drin vielleicht eher Kutschwert.
Ah, hallo. Bogenschütze, wirklich? In einem Gebäude? Irgendwie glaube ich, dass ich das bereuen werde. Bastardschwert. Noch eins. Haben nicht schon mehrere Bastardschwerter? Wo sind die da? Bastard, 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 Bastard. Sehr seltene Waffe, in der Tat. Das Bastardschwert. Das hört sich nicht gut an. Der hat das Ding aufgebrochen. Wir könnten aber auch von hier anscheinend drauf. Oh. Eine Schildkröte. Und noch eine Schildkröte. Zwei Schildkrötentypen. Ja, das gehen wir. Ding! Grip! Hör auf! Der Gegenstand hier. Ein roter Augapfel. Verflucht. Verflucht seid ihr. Wow. Naja. Ich glaube, das war dann wirklich alles. Ich glaube, die zwei, die werde ich in Ruhe lassen. Jetzt lieber nicht angreifen. Aber ich frage mich wirklich, was es hier mit dem Gebet auf sich hat. Weil wirklich weiter kommt man von hier, glaube ich, nicht. Oder? Weil falls ich hier irgendwas ausgelassen haben sollte... Oh, es leuchtet hier jetzt ein bisschen. Oder wenn ihr irgendwas wisst, was es hier mit diesem Riesen auf sich zu tun hat, oder ob es hier irgendwie weitergeht, dann könnt ihr mir das gerne schreiben. Sonst glaube ich einfach, dass ich halt zum Kardinalturm wieder hin muss und von dort dann weiter darf. Und nicht anders. Ja. Aber wir sind auch, glaube ich, über unsere Zeit hinaus. Das heißt, ja, dass wir uns einfach das nächste Mal dann sehen werden, wenn wir vom Kardinalturm dann weitergehen. Vielleicht mal schauen, was es mit Dingens auf sich hat, mit dem Verfolger, falls wir auf den treffen sollten, noch hier in dem Gebiet. Und ja, vielleicht könnt ihr mir auch sagen, wie man, wenn es dann rechtzeitig gesagt wird oder gezeigt wird, wie man darüber kommt. Zu dem Typen. Ob ich da in ein anderes Gebiet vorher muss. Oder ob ich... ja, diesen extra Königswappenschlüssel, wie auch immer, brauch. Dass wir von hier aus sehen konnten. Ich meine, einigermaßen wäre es vielleicht logisch. Ich weiß auch nicht. Ich meine, da drauf schießen wird wahrscheinlich nichts bringen, wenn es überhaupt so weit geht. Ja, es blonkt nur. Keine Ahnung, was das Wappen ist. Aber gut. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder in Dark Souls 2. Bis dann!